Können wir mal nachladen. Oh, hier, guck mal, der Brunnen. Man muss ja nicht unnötig... He is for the biggest dump in town. Scumbag Alley. Man muss ja nicht unnötig hier rumlaufen mit... Wow, fuck. Some scumbags still niedriger feeding off the city's own Energie. So. Lass mal deinen Schleim hier da weg. Wo sind die anderen denn hin? Haben die sich einfach so verpisst oder was? And there he is. The oldest scumbag of them all. Gershel. So. The calamity ain't done much for Gershel's sunny disposition. Oh, hätte auch mal ein bisschen... Ach, da ist noch ein... They always said old Gershel wouldn't go without a fight. Hätte auch ein bisschen aufpassen können. So. The rest of the path is gone for good. And his city crest won't bring it back. Na doch, merkt man schon. Dass mehr Schaden macht. Sehr schön. Wenn wir hier auch fertig, bin ich direkt den richtigen Weg gegangen. Ist ja unfassbar. Trinken wir nochmal vom Brunnen. Was liegt denn da? Etwas Scharfes. Etwas Scharfes. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Fehlt ein Für. Ein Haufen Zulholzblätter, den man besser nicht mit bloßen Händen anfasst. Die schärfsten Klingen der Welt werden mit ihrem Öl behandelt. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Schmied. Das ist bestimmt für das Repetiergewehr. Nee. Doch. Warum wir das noch nicht benutzen können, weiß ich nicht. Vielleicht muss auch erst die Schmiede aufleveln. Ich weiß es nicht. Aber jetzt machen wir mal hier weiter. Hier die grünen Dinger sind, glaube ich, nicht so anhänglich wie die blauen. Weil die blauen, die wollen mich immer angreifen. Die grünen, die fliegen immer weg. Ah, da liegt... Oh, eine Machete. Keeps telling himself he better watch his step. Scumbag can digest just about anything. Können alles verdauen, bis auf das. It's quick for slicing and light enough to throw. Kid's ready to go and his ticket out's right where he started. Okay, das ist schon cool. Aber wir gehen gleich nochmal hoch. Ich glaube, die machen ja Schaden. Boah. So. Wir gehen gleich nochmal hoch zum Laden. Um zu gucken, ob wir jetzt hier bei der Machete was machen können. Leichling-Lockruf. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Okay. Das heißt, wir haben wieder eine neue Magie, sag ich jetzt mal. An die kann ich mich sogar noch erinnern.
Quirks don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. Tut mich trotzdem angreifen, ist ja lieb, ist ja unfassbar. Das ist voll süß, wie so Herzen hier im Kopf hat. Aber wir können jetzt hier wieder aufleveln, also auf Leben gedöns. Them Squirts just don't know when to quit. Wir wollen noch mal zum Laden. Ah! Ja, etwas Scharfes. 150, können wir machen. Scharfe Schneide, plus 20% kritische Trefferchance. Eine gespiegelte, scharfe Klinge, die eigens für die Schlacht geschmiedet wurde. Oder gezackte Schneide. Angriff lähmen Feinde, Angriffe verursachen Schaden über Zeit. Eine beunruhigende Sägezahnklinge, die einzig der Zerstörung dient. Das finde ich besser. Also nehmen wir die gezackte Schneide. The little Zolwood oil and that blade shines like a light. Ja, sehr schön. Bei Lähmen ist schon mal gut. Gibt nichts besseres als Lähmung. So, was ist hiermit? Geh mal wieder zurück, oder? Ja. Okay. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. So, quatschen wir nochmal mit dir. Zerlumpte Haube. Fragt nach der zerlumpten Haube, die irgendein unglückseliger Gaskerl dem... die irgendeinem gehört hat, ja. Warum überlaufen sie die Stadt und plündern ihre Überreste? The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under them. Mhm. What else is there to say? Okay, kann man mit dir quatschen? Come on, give the little tiger a break. So, gibt's hier was Neues? Nee. So, das heißt, dass wir eigentlich ins nächste Level könnten. Wir gucken mal gerade, was das ist. Ach, Entschuldigung. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Okay, jetzt können wir was bauen. Ups. So, Schmiede oder Waffenlager? Eigentlich würde ich ganz gerne ein Waffenlager bauen. Aber die Schmiede ist halt auch gut. Aber wir bauen das Waffenlager. Spiegelschild erhältlich. The Bastion's a place of peace, but we can hold our own if we have to. Okay. Kriegsmachete. Genau, muss ich noch vorlesen. Kriegsmachete, Schnellangriff, Nahkampfwaffe. Der Wurfangriff macht die kurze Nahkampfreichweite wett. Stimmt, man kann die auch schmeißen. Ich glaube, wenn man das gedrückt hält. Die Ura-Murkse überwanden einst beinahe die Stadt mit diesen brutalen Klingen, was den Stadtmissionaren einen ordentlichen Respekt von ihnen einjagte. Okay. Spiegelschild, Geheimfertigkeit. Eine Geheimtechnik, die für eine kurze Zeit automatisch sämtliche Angriffe abblockt. Erlangte durch eine spektakuläre Demonstration im Stierkopfgericht Berühmtheit. Pro Anwendung wird ein Schwarztonikum benötigt. Leichling Lockruf. Geheimfertigkeit. Haben wir noch nicht vorgelesen. Ein eigentümlicher Lockruf, der einen treuen Leichling-Gefährten zur Rettung herbeiruft. Bleibt bei Kindergeburtstagen aber sehr beliebt,
bei Kindergeburtstagen, aber sehr nützlich bei einer Reihe anderer Situationen. Pro Anwendung wird ein Schwarztonikum benötigt. Jetzt kommt die Bringersalbe, die wir vorhin bekommen haben. Bringerbogenfertigkeit. Eine von den schnellsten Bringern eingesetzte Fertigkeit, die Pfeile in schneller Abfolge verschießt. Von dem berühmtesten Bogenschießexperten der Bringer entwickelt. Pro Anwendung wird ein Schwarztonikum. Nimm mal hier das Schild. The repeater and machete, favorite choices of the Ura hunters we once fought. Gut. Müssen wir jetzt nochmal mit dir quatschen? Nee, sieht nicht so aus. So. Picked up traces of other cores while the kid was out. So, jetzt hätten wir hier der Abendrotpfad und der Schmelztiegel. Ich denke mal, in der nächsten Aufnahme werden wir mit dem Schmelztiegel anfangen. Weil das sieht hier so aus, als ob es danach nur noch ein Level gibt in dieser Route. Und hier geht es halt noch viel, viel weiter irgendwie. Aber ja gut, ich hoffe, euch hat das Let's Play bis hierhin gefallen. Mit meinen super tollen Lesefähigkeiten. Also mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen bisher. Macht richtig Bock, vor allem mit dem Controller, weil ich mir nicht mehr so einen abkraxeln muss mit der Tastatur. Gut. Dann hoffe ich, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss!